Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir haben in der letzten, also wir sind in der letzten Aufnahmesession in den Trollklauenwäldern angekommen, nachdem die Brücke in die Luft geflogen ist und all das, und wir die Krypta gemacht haben. Und ja. Gut. Und wir haben schon die ersten Trolle vermöbelt und Spinnen vermöbelt. Und das hier sieht nicht so schön aus. Das wird eine Trollhöhle sein. Ja, ich will mich erstmal außerhalb umschauen. Hallo Hasen und Elche. Also ja, ich gehe jetzt mich hier umschauen. Never forget that I'm watching you. I never lower my guard, Oglin. Okay, jetzt haben es Corvin und Viconia. Ich beobachte euch, vergesst das nie, sagt Corvin und Viconia. Ich bin nie unachtsam, Oglin. Okay. Schön vom Braunbär fernhalten, damit der nicht aus Versehen aggro wird. Wer hat den Panther eingeladen? Okay, der wird aggressiv. Tut mir leid, Kumpel. Oh, Orks. I'll recover. Wie kann ich helfen? By called. Curses! Worum geht es diesmal? My magic will end thee! Time to end you! So, trinkt irgendjemand was Wertvolles? Nicht wirklich. Gut. Ihr braucht nur zu fragen. Also vielleicht er hier. Ja, er trägt einen Hoffnungsschimmer. Plus 1 Weisheit pro Treffer Chance auf die Träger konzentrierte Segnung zu zaubern. Da. Ist vielleicht etwas besser als der hier, weil der macht, glaube ich, gar nichts, außer dass er ein Plus 2er ist. So, dann gehen wir mal hier weiter. Armes Eichhörnchen. Oh, Räuber, halt, um hier durchzukommen, muss Blut gezahlt werden. Gebt uns euer Geld oder wir nehmen euer Leben. Wartet mal, Stumpfel. Diese Person habe ich doch schon mal gesehen, als ich diesen Auftrag für den Eisentor erledigt habe. Oh Götter, das ist der Held des Tors, Schlechter von Sarivok. Ich will nicht sterben wie Sarivok. Niemals kommt zurück, zitternder Feigling, die beiden Höllen. Wenn ich euch kriege, drehe ich euch vor den Kopf, bis ihr tot seid. Okay, es ist gut, wenn die Räuber Angst vor mir haben. Also, es ist gut für die Räuber, dann leben sie länger.
Oh, Troll, wieder Trolle. I'll recover. Ja, wie ihr wünscht. Okay, den Riesentroll, den schalte ich lieber schnell aus. I'll recover. Take it like a champ. Schießt hier eigentlich jemand mit Feuerpfeilen oder... Nee, ich glaube... Ja, stimmt. Ihre Schleuder macht ja eigentlich Feuerschaden. I'll recover. Yes. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Also das ist halt praktisch, wenn die Schleuder Feuerschaden macht. Well, have you thought about what you said to me? Nun, habt ihr über das nachgedacht, was ihr mir gesagt habt? Das habe ich und ich weiß jetzt, was ich hätte sagen sollen. Es könnte sein, dass ich ein paar Mal an euch gedacht habe. Ihr bedeutet mir absolut gar nichts, also nein. Nehmen wir die zwei. Und? Samfan, ihr seid die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Euer Haar gleicht der teuersten Seide und eure Augen funkeln wie Edelsteine. Ihr seid eine wertvolle Gefährtin, eure Fähigkeiten sind oben gleich. Ihr könnt im Vorbeigehen ein Schloss öffnen und euch im Schatten eines Halblings verstecken. Ich weiß nicht, was ich euch ohne euch tun würde. Ich kann nicht aufhören, an euch zu denken. Ihr seid wie eine lästige Melodie, die man einfach nicht aus dem Ohr kriegt und die einen in den Wahnsinn treibt. Und ihr benehmt euch wie ein Kind. Diese launischen Forderungen sind unter eurer Würde. Na, schleimen wir mal. That's not bad. I mean, I've heard better, but I guess you haven't had a lot of practice. Das ist nicht schlecht. Ich meine, ich habe Besseres gehört, aber ihr seid wohl etwas unerfahren. Wovon redet ihr da? Das war ein unglaubliches Kompliment. Ich komme sehr gut bei den Damen an. Vielen Dank. I'll tell you what. Next time we talk, I want a present. A gemstone. A piece of jewelry. Something that shows me how special I am. Something valuable. You can do that, can't you? Ich sage euch was, wenn wir das nächste Mal sprechen, will ich ein Geschenk, ein Edelstein, ein Schmuckstück, etwas, das mir zeigt, wie besonders ich bin. Etwas Wertvolles, das könnt ihr doch tun, oder? Uns erwartet ein Krieg und ihr wollt ein glänzendes Geschenk. You're starting to get the picture, sweetheart. Now go on. Find me something sparkly to match my eyes. Ihr versteht langsam, Schätzchen. Und nun geht und findet etwas Passendes zu meinen Augen. Das Passende zu meinen Augen funkelt. Hi. Spektraltrolle jetzt auch noch. By demand. I'll recover, yes? I need healing. My aim is true. So. Weg mit den Trollen. Yes, I will. Du heil mal Minsk. Vita Mortis. Worum geht es diesmal? Vita Mortis. I am yours to command. Vita Mortis. Vita Mortis. So, Minsk ist wieder einigermaßen auf dem Damm. Ihr braucht nur zu fragen. Wir gehen jetzt dann hier runter und gehen mal da hoch, weil wir kommen nur von da unten aus hoch. Oh. My aim is true. That stinks, doesn't it, Devil? Nein, das wollte ich nicht. Ich werde mich um den darum kümmern. Take it like a champ. Curses! Das sind Dings.
Wie heißen sie? Auf Englisch, also ja, Täuschungsbestie. So, wie ihr wünscht. Sind pantherähnliche Wesen, die aber gerne Spiegelbilder von sich erschaffen. Also das Vieh, was am meisten ausgehalten hat, war, glaube ich, das echte. Ogre. Ogre, ja. Ja? Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Let's see how long you last against me. Ogre Berserker, Ogre Magus. Der Ogre Magus sollte als erstes weg. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Velbol? Ein paar Münzen. You want me? And? So. Und wieder mit Skeilen. Schichten vom Moos geben zu erkennen, dass dieser Haufen gemeißelte Steine hier vor einiger Zeit abgelegt wurde. Vermutlich der erste Schritt zur Errichtung eines Gebäudes, das nie erbaut wurde. Wo, wie ihr wünscht. Naja, sonst ist hier nichts Besonderes. Okay, das heißt, wir gehen wieder hier hoch, gehen hier rum. Ja, also ich sollte mir wahrscheinlich jetzt mal die Höhle ansehen. Also hier rumgehen, das Gebiet oder zur Höhle. Oh, Hobgoblins. Hobgoblin Priester. Okay. Coming for time to end you. So. Wie kann ich helfen? Ein Heiltrank. Flammenöl, noch mehr Tant. Wo, wie ihr wünscht. Pfeil, Pfeil. Noch einer. Also habe ich jetzt gerade eine Wegelagerergruppe oder eine von Kena Argents Verteidigungsgruppen, speak, die mich hier ausbremsen sollten. Von hinten in den Tod geführt. Durchbohrungspfeile. Noch haben wir ein bisschen Gold. Wie kann ich helfen? Ich sollte dann vielleicht mal mir doch ein paar Einser, also billigere Pfeile kaufen. Okay, hier geht es weiter ins Dickicht. Flüchtlinge.
Einfach so eine kleine Gruppe Flüchtlinge. Ich will nicht stören, vor allem will ich niemanden stört, der aussieht wie er. Worum geht es diesmal? Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, so toll. Verzeihung, werter Herr. Seid begrüßt. Wie kann ich euch dienen? Akzeptiert, obwohl ich euch warnen sollte. Verzeihung ist wahrscheinlich alles, was ihr bekommt. Wie kann ich euch dienen? Wir waren seit Tagen auf der Straße. Ich weiß nicht, seit wie vielen.